DJI, ihr wisst schon, die auch diese faszinierenden Drohnen hier bauen, die haben jetzt eine Powerstation entwickelt. Tatsächlich gleich zwei Stück. Wie die aussehen, was die können und ob die sich auch für einen Einsatz im Campervan eignen, das wollen wir in diesem Video herausfinden. Auf geht's! Wir bekommen fast jede Woche und wirklich fast jede einzelne Woche mindestens eine Anfrage, ob wir nicht irgendeine neue tragbare Powerstation testen und bei uns auf dem Kanal vorstellen wollen. Und inzwischen ist das in 99,9% der Fälle nichts, was uns interessiert. Aber als sich jetzt DJI gemeldet hat, sind wir hellhörig geworden. Nicht nur, weil wir seit Jahren voller Begeisterung die Drohnen von DJI nutzen, sondern auch, weil es eben ein großes, etabliertes Unternehmen mit eigener R&D-Abteilung ist und ein Unternehmen, das für qualitativ hochwertige, innovative Produkte steht und auch schon richtig viel Erfahrung mit tragbarer Batterietechnik gemacht hat. Die Vorzeichen sind also in jedem Fall sehr gut. Wir haben die beiden Powerstations jetzt vor dem offiziellen Launch zugeschickt bekommen und ich würde sagen, lass uns als allererstes mal schauen, was in den Paketen drin ist und wie die Teile aussehen. Fangen wir mit der kleineren der beiden Powerstations an, mit der DJI Power 500. Der Modellname steht hier zusammen mit weiteren Infos auf dem Karton. Das heißt, die Powerstation wird direkt in ihrem eigenen Karton verschickt und nicht noch in einer zusätzlichen Umverpackung. Das schont die Umwelt. Finden wir gut. Obendrauf liegt Papierkram, eine kurze Bedienungsanleitung, eine Garantiekarte und die üblichen Infos, die heutzutage dazugehören. Dazu ein Kabel mit Schuko und üblichem Kaltgerätestecker, mit dem man die Powerstation wohl laden kann. Das lege ich aber beides erstmal zur Seite, denn ich will ja an das Herzstück. Dazu muss ich nur noch die stabile Transportsicherung aus Kunststoff entnehmen und schon halte ich die Powerstation in den Händen. Liebt ihr es auch so sehr wie ich, neue Dinge auszupacken? Mehr ist im Karton nicht drin. Das war's also auch schon. Ihr großer Bruder, die Power 1000, ist genauso verpackt, nur eben größer. Schauen wir uns die beiden Stationen jetzt etwas genauer an. Dazu fangen wir dieses Mal mit der größeren der beiden Stationen an. Die DJI Power 1000 hat eine Speicherkapazität von 1 Kilowattstunde. Innen drin steckt ein Lithium-Eisenphosphat-Akku, also die Art von Akku, die zwar ein paar Prozent schwerer ist als ein Lithium-Ionen-Akku, dafür aber nicht brennen kann und vor allem weit mehr als 3000 Ladezyklen aushält. Auf die Waage bringt sie so 13 Kilo, ein typisches Gewicht für eine Powerstation dieser Größe. Mit ihren zwei seitlichen Griffen lässt sie sich in jedem Fall sehr gut tragen und im Zweifel auch als Sportgerät nutzen. Alle Anschlüsse der DJI Power befinden sich auf der Vorderseite. Es sind zwei 230 Volt Steckdosen verbaut, die bis zu 2200 Watt liefern. Zwei USB-A Steckdosen mit 24 Watt, zwei USB-C Steckdosen mit 140 Watt, das ist echt viel, ein SDC-Anschluss, ein SDC-Lite-Anschluss und eine Aufnahme für den Kaltgerätestecker für das Aufladen der Station. Die Lüfteröffnungen befinden sich links und rechts jeweils unter den Haltegriffen. Auf der Rückseite, Ober- und Unterseite gibt es keine weiteren Anschlüsse. An der Seite lassen sich aber noch zwei Schraubverbindungen finden. Wozu die gut sind, sehen wir, wenn wir uns die drei Möglichkeiten anschauen, wie die Power 1000 aufgeladen werden kann. Variante 1 ist der gerade genannte Kaltgerätestecker. Darüber kann die Powerstation mit Hilfe einer üblichen Steckdose geladen werden. Ob sie dabei mit 600 oder sogar 1200 Watt laden soll, könnt ihr über einen Schalter direkt am Gerät einstellen. Variante 2 ist die Ladung über einen Kfz-Stecker im Auto oder Camper. Dazu wird ein entsprechendes Adapterkabel in den SCC-Anschluss der Powerstation gesteckt und das andere Ende eben in eine Kfz-Steckdose. Eine Angabe dazu, wie viel Leistung die Power 1000 auf diese Weise aufnehmen kann, konnte ich in den Unterlagen nicht finden, aber beim ersten Test waren es bei uns 96 Watt. Die dritte Möglichkeit der Aufladung ist Solar. Und hier kommen jetzt die Schraubverbindungen an der Seite zusammen mit diesem Modul ins Spiel. Das hier ist ein MPPT-Solaradapter-Modul, das auf der einen Seite über einen SDC-Stecker mit der Powerstation verbunden wird und in das auf der anderen Seite bis zu drei Solarmodule per XT60-Stecker angeschlossen werden können. Jedes MPPT-Modul soll 400 Watt Eingangsleistung vertragen können. Da die Power 1000 über zwei SDC-Anschlüsse verfügt, sind es maximal also 800 Watt Solarladung. Das ist sehr, sehr viel für eine Station dieser Größe. Sehr gut. Bei nur einem 120 Watt Modul und bei extrem tiefstehender Sonne kurz vor Sonnenuntergang waren es nur 26 Watt. Aber das ist zu erwarten. Alles in allem wirkt die Power 1000 sehr stabil und wertig verbaut. Wer die Powerstation zusätzlich als Sitzhocker nutzen
als Sportgerät umfunktionieren oder als Leiterzweck entfremden will, sollte das problemlos tun können. Ihr kleiner Bruder, die Power 500, ist ihrem größeren Pendant in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Schauen wir uns die Unterschiede an. Zuerst natürlich die Größe. Mit einer Speicherkapazität von 512 Wattstunden ist sie halb so groß wie die Power 1000. Und mit 7,3 Kilogramm wiegt sie auch in etwa die Hälfte. Perfekt für ein kleines Workout zwischendurch. Ihre 230 Volt Steckdosen liefern bis zu 1000 Watt, ihre USB-C Steckdosen bis zu 100 Watt und sie hat lediglich einen STC-Leitsteckplatz für Zubehör. Eine Besonderheit sind jedoch ihre USB-C-Anschlüsse, denn im Gegensatz zur größeren Power 1000 kann sie darüber auch aufgeladen werden. Und zwar über beide Stecker gleichzeitig mit bis zu 200 Watt. Inzwischen haben wir es ein paar Tage später und wir konnten die beiden Stationen jetzt schon ja, ein bisschen im Rahmen von unserem Camper-Alltag hier in Italien testen. Und wir haben dabei in jedem Fall ein paar Dinge gelernt und festgestellt, die wir mit euch teilen wollen, fangen wir mit den positiven Dingen an. Nummer 1, die Teile sind beide sehr, sehr leise. Es sind die leisesten Powerstationen, die wir bisher jemals im Einsatz hatten. Das fällt schon ganz normal im Alltag auf oder ja, eben dadurch, dass sie nicht auffallen. Wir wollten es dann aber doch noch ein bisschen genauer wissen und haben ein Dezibelmeter ausgepackt. Während der Ladung per Solar oder an der Kfz-Steckdose ist der Lüfter sowieso nicht angegangen. Aber selbst bei der schnellen Ladung über Netzstrom waren es maximal 29 Dezibel. Das ist ein richtig niedriger, guter Wert. DJI sagt auch, dass sie darauf einen besonders hohen Stellenwert gelegt haben und einen entsprechend guten Lüfter und eine intelligente Steuerung dafür eingebaut haben. Was auch immer sie getan haben, das Ding ist schön leise und damit perfekt auch für die Nutzung in so einem Camper oder generell in leisen Umgebungen geeignet. Die Ladegeschwindigkeit haben wir auch getestet und können die angegebenen Werte da bestätigen. Beide Stationen haben für die Ladung von 0 auf 80% ungefähr 50 Minuten gebraucht und für die Ladung von 0 auf 100% ungefähr 70 Minuten. Wenn ihr die Dinger also kurz vor Abfahrt nochmal fix laden wollt, braucht ihr da nicht viel Zeit für einplanen. Die Ladung per Kfz-Stecker oder per Solar oder bei der Power 500 auch per USB-C dauert natürlich deutlich länger, aber es ist sehr praktisch, dass es diese unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. Das 120 Watt Modul haben wir dann nochmal bei Sonnenschein und hochstehender Sonne ausgepackt und sind damit auf knapp 90 Watt Ertrag gekommen. Wir haben da jetzt ja keinen Vergleichswert und können daher nicht sagen, wie die Effizienz des MPPT-Moduls sich verhält in Bezug auf die Effizienz des Solarmoduls. Aber so habt ihr zumindest einen Richtwert. Und wenn ihr da größere Module oder auch 2, 3, 4 Module anschließt, sieht die Sache natürlich auch nochmal anders aus. Was sich bei uns auch als sehr praktisch herausgestellt hat, sind die 140 Watt, die die USB-C-Anschlüsse der großen Station liefern können. So viel Power brauchen natürlich die wenigsten Geräte, aber unser MacBook Pro ist so eins. Beim Videoschneiden zieht das Ding richtig viel Strom und weil die Power 1000 das eben ohne Poweradapter liefern kann, ist das auch noch die effizienteste Ladung, die möglich ist. Das ist für uns wirklich super. Die AC-Ausgänge haben wir auch getestet, da gibt es aber nichts ja, wirklich Überraschendes zu berichten. Mit Kaffeemaschine und Föhn gleichzeitig konnten wir rund 2400 Watt simulieren, knapp drunter. Das hat die große Station kurzzeitig auch mitgemacht, aber ja, dann ausgeschaltet, so wie es eben sein sollte bei einer Überbelastung wie dieser. Nur den Föhn oder nur die Kaffeemaschine haben aber immer problemlos funktioniert und mehr als das dürften die wenigsten von uns auch brauchen. Aber auf den ersten Blick scheint das Batteriemanagementsystem darin eben so zu funktionieren, wie es soll. Wie gesagt, BMS-Systeme sind dafür DJI ja auch kein Neuland mit all ihren intelligenten Flugakkus und Drohnenakkus, wie auch immer die heißen. Was wir noch gerne getestet hätten, ist das Fast Charging der DJI Drohnenakkus. Das soll über den STC-Anschluss teilweise bis zu 50% schneller gehen als über die regulären Ladegeräte. Was bedeutet, dass man sogar schneller laden kann, als wenn die Akkus beim Fliegen überhaupt jemals leer bekommt. Testen konnten wir das aber nicht, weil wir das Kabel dafür nicht haben. Wenn ihr aber, wie wir, eine der kompatiblen Drohnen habt, ist das für euch vielleicht ein weiterer Entscheidungsgrund. Die Stationen haben auch noch ein paar andere Funktionen, die wir jetzt nicht getestet haben. Allen voran eine USV-Funktion, also eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit, ich glaube, 20 Millisekunden Umschaltzeit.
Für uns ist das nicht relevant, aber solltet ihr die Powerstation vor allem zu Hause einsetzen wollen, kann das für euch eine wichtige Info sein. Bevor wir jetzt zu unseren Kritikpunkten kommen, noch eine Sache, die wir als neutral eingestuft haben. Und da geht es um das MPPT-Modul für den Anschluss von Solarpanelen. Bei den Stationen, die wir bisher so getestet haben oder im Einsatz hatten, konnte man Solarmodule immer direkt mit der Powerstation verbinden. Also in der Regel auch mit irgendeiner Art von Adapterkabel, aber das eben direkt in die Station. Hier bei DJI braucht man dieses zusätzliche MPPT-Modul. Für alle, die die Station sowieso nicht per Solar aufladen wollen, hat das natürlich den Vorteil, dass man sich das Gewicht, das Bauteil, die Kosten dafür sparen kann und die Station an sich dadurch eben auch insgesamt ein bisschen günstiger sein kann. Wenn man aber Solar nutzen will, braucht man das und dann auch direkt das Modul für drei Paneele. Vielleicht wäre es ein cooler Mittelweg gewesen, ein kleines MPPT-Modul direkt in die Station einzubauen für ein Solarpanel und das externe Modul quasi als Erweiterungsmodul zu betrachten für alle, die mehr als ein Solarpanel anschließen wollen. Am Ende gibt es da Argumente für beide Varianten. Daher finde ich, ist das neutral. Wirklich schade finde ich aber, dass es für die Powerstations keine App gibt. Ich weiß, dass es auch dafür Argumente gibt, wo es keine App gibt. Da kann es auch gar keinen Stress mit abbrechenden Verbindungen geben. Und die Bedienung über reine einen Ausschalter und einen WIP-Schalter ist natürlich maximal einfach. Da kann man nichts verstellen, nichts falsch machen. Aber bis auf die Ladegeschwindigkeit per Netzstrom kann man eben auch nichts einstellen. Und ja, ich bin jemand, der gerne die Möglichkeit hat, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Ich würde zum Beispiel gerne den Wechselstrom per Handy einschalten können, damit ich die Powerstation auch hier unter der Dinettensitzbank verstauen kann. Ich würde gerne die Dauer einstellen können, wann die Station automatisch ausschaltet, wenn sie nicht in Betrieb ist. Solche Dinge. Also das ist nichts, was man wirklich braucht. Nö, definitiv nicht. Die beiden Stationen funktionieren ja genauso, wie sie sollen. Aber wie gesagt, ich hätte da gerne eine App gehabt, wirklich gerne. Und finde es tatsächlich auch ein bisschen überraschend, dass es keine App dazu gibt, denn DJI hat ja eigentlich auch schon ausreichend Erfahrung mit Apps, aber sie haben das eben so entschieden. Kommen wir damit zum Fazit. Ich finde, das sind zwei absolut solide Powerstations geworden, also für eine erste Iteration in jedem Fall sehr, sehr gut. Alle Must-Haves sind aus meiner Sicht vorhanden, Lithium-Eisenphosphat, also eine langlebige, sichere Zellstruktur, ausreichend Leistung im Wechselrichterbetrieb, eine extrem hohe Leistung im DC-Betrieb bei der großen Station, dadurch eine sehr, sehr gute Effizienz. Fast Charging beim Aufladen, Fast Charging für DJI-Drohnen. Einen Sahnetupferl gibt es auch noch mit dem extrem leisen Betrieb, was für mich eins der besten Features der beiden Stationen ist. Der Ansatz mit den SDC-Steckern hat seine Vor- und seine Nachteile. Es ist in jedem Fall aufgeräumt und es bietet trotzdem vielfältige Möglichkeiten, auch ein Adapterkabel für eine Kfz-Buchse soll es übrigens noch geben, falls ihr zum Beispiel eine Kühlbox daran betreiben wollt. Dass es keine App gibt, finde ich persönlich echt schade, aber auch das ist Ansichtssache. Ich würde sie immer gerne nehmen, DJI ist aber eben diesen Weg gegangen. Ob das für euch jetzt ein entscheidendes Kriterium ist, das wisst ihr selbst am besten. Die große Frage ist aber jetzt natürlich vor allem, was werden die Stationen kosten? Das ist ja ein entscheidender Faktor bei der finalen Einschätzung, ob wir die beiden Stationen empfehlen würden. Da wir dieses Video ein paar Tage vor dem offiziellen Launch aufzeichnen und die Preise jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wurden, haben wir die Info nicht. Falls die noch kommen vor dem Release, werden wir euch die hier oben einblenden. In jedem Fall werden wir euch aber unter diesem Video die Links zu den beiden Stationen im DJI Store reinpacken. Da könnt ihr dann nachschauen, was die beiden Stationen kosten, welche Pakete mit welchem Zubehör angeboten werden und ob es vielleicht auch Sinn macht, ein Solarmodul mit dazu zu nehmen oder nicht. Schreibt uns gerne auch, was ihr von den beiden Stationen haltet. Findet ihr, dass DJI damit auch im Feld der Powerstations Fuß fassen kann? Findet ihr die Preisgestaltung gut, angemessen oder teuer? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Genauso, falls ihr noch irgendwelche Fragen zu den beiden Stationen habt, falls irgendwas offen geblieben ist.
Wir können ja jetzt natürlich nicht irgendwelche Sinuskurven messen oder sowas. Dafür, ja, da sind andere Leute drauf spezialisiert. Aber wenn ihr Fragen habt, die wir vielleicht beantworten können, dann stellt sie uns gerne unten. Wir lesen alles und versuchen euch so schnell wie möglich zu antworten. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind sehr gespannt, was ihr von den beiden Powerstations haltet. Viele Grüße aus Italien. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.